Wenn man genauer hingeschaut hat, hat man gesehen, wie viel Geld, das eigentlich in Schulen fließen sollte, in die Taschen von korrupten Politikern und Warlords geflossen ist. Teilweise gab es diese Schulen überhaupt nicht. In vielen Gebieten des Landes sah die Realität, die Lebensrealität von Frauen nicht anders aus als heute. Für viele Frauen in Afghanistan hat sich überhaupt nichts verändert, seitdem die Taliban an der Macht sind. Wir haben nur von diesen Frauen nicht gehört, weil das hat nicht dem Narrativ entsprochen. Das Narrativ war, der westliche Einsatz in Afghanistan bringt Frauen Rechte und Freiheit und ab jetzt können alle Frauen arbeiten und ihr eigenes Geld verdienen und sich bilden und zur Schule gehen. Aber die Realität ist eine andere. Es gab natürlich diese Frauen, aber es war eine Minderheit in Afghanistan. Und diese Minderheit waren die ersten, die das Land verlassen mussten, weil sie gefährdet waren.